Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ja, ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge Lotus hier auf diesem Kanal. Wir sind heute mal auf einer updated Karte unterwegs und zwar Finkenburg. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon für ÖPNV aufgenommen hatte oder damals auf MicroHazard TV. Finkenburg hatte ich definitiv schon mal gezeigt gehabt. Wenn ihr mal wissen wollt, wie die frühere Version aussah, müsst ihr mal entweder hier auf der Playlist nachschauen oder aber auf MicroHazard TV. Spätestens da werdet ihr, finde ich, auf der Karte Finkenburg. Es soll wohl, oder es gab ein großes Update und wir sollten uns dieses Update mal anschauen, wurde uns mal ja mitgeteilt und das werde ich hier dementsprechend mal tun, denn es soll sich wohl eine ganze Menge getan haben. Und natürlich mit meiner gewählten F4-Taste, wenn wir mal hier so ein bisschen rauszoomen, hat sich hier tatsächlich was getan, denn wir sehen hier eigentlich eine relativ schöne Karte im Hintergrund. Und hier haben wir schon mal ein Beispiel, so einen kleinen Kreisverkehr. Also es wird wohl noch weitergearbeitet an Karten, das finden wir sehr löblich. So, was haben wir denn da? Das sieht ja auf jeden Fall sehr interessant aus. F4, bitte. Ah, super eigentlich. So, und, okay. Das sind einfach nur so Bordsteine, so ein Abgrenzer. Okay. So, wir sind aber schon komplett aufgerüstet. Schau mal nach, haben wir hier irgendwas Passendes drin? Ja, wir können heute mal eine Sonderfahrt schildern, dann passt das schon. Frohe Weihnachten ist ein bisschen zu früh. Ein wenig. Und Release, Save Your Internet, ja, das ist ja vorbei. Leider. Wer weiß, wie lange es mich überhaupt noch gibt. So, Probefahrt, 120. Schildern wir heute die 120. So, 111, 00 und Ziel 120. So, damit haben wir es. Wir sind auf der Linie 111 Probefahrt. Das Ganze wird natürlich hier auch hier drinnen schon gezeigt. Spielen also schon mit dem neuen Update. Achso. So, okay, wir sind startklar, deswegen würde ich sagen, los geht's. So, und damit lassen wir mal die Fahrgäste hier einsteigen. Willkommen hier in der Probefahrt. Ja, mal gucken. Und ja, wir sehen natürlich als erstes, ist natürlich klar, viele, viele Häuser-Splines. Also Strotz praktisch jetzt hier nur so ein bisschen. Ich finde aber, für so eine Karte ist es echt in Ordnung, ne, für so Freeware-Content. Und ich glaube so, wenn man das Ganze auch mal so ein bisschen mal in der Richtung betrachtet, wie diese AAA-Spiele oder sowas, die meisten guten Sachen oder doch, die meisten guten Sachen kommen doch immer eigentlich erst zum Schluss, oder? Also so diese absoluten Highlights, ich meine, das sieht man ja jetzt auch gerade bei OMSI, ja, Rurau V2, ja. Das ist natürlich eine klasse Karte, ja, die hat schon in sich. Aber ich meinte eher so die Konsolengeneration. Der Anfang der Konsolengeneration ist permanent immer so, naja, so geht so, ne? Braucht man nicht. Aber so am Ende denn dieser Konsolengeneration sind die denn, reizen die wirklich alles aus und sowas, glaube ich, ist das echt hier auch der Fall. Thank you.
So, wir müssen jetzt nach rechts abbiegen. Geradeaus geht's nicht weiter. Ich überlege die ganze Zeit, woher ich... Oh, diese Karte kenne. Da hängt ein Oberleitungsmast im Himmel. Gucken wir mal unter der Erde, ob wir hier was finden. Tatsächlich finden wir unter der Erde mal nichts. Aber wie gesagt, das ist natürlich... sieht man. Wo, wenn wir jetzt so gucken, sieht man es nicht. Nur so. Ah, okay. Da sehen wir es natürlich, ne? Ja, sticht natürlich jetzt wieder sofort ins Auge. So, wollen wir jetzt natürlich wieder zurückspringen. Ich würde sogar fast behaupten, dass wir diese Karte sogar schon mit Virtual Reality tatsächlich gefahren sind. Mir kommt die hier so ein bisschen bekannt vor. Und das habe ich auch gerade mal geguckt, weil es wurde ja oft, ich bin ja nun mal leidenschaftlicher Omsi-Zocker, ne? Und bei mir ist zum Beispiel die Taste Space, ja, also die Space-Taste halt auf jeden Fall, die Leertaste, jetzt ist mir der Name eingefallen, immer so. Der macht wieder diesen Nullblick, also diesen Nullpunktblick, ja, dass du halt wirklich wieder richtig gerade sitzt, halt, ne? Und das funktioniert ja hier nicht, ne? Wenn du hier auf die Leertaste drückst, ne? Hier musst du die Shift und die Leertaste drücken und dann springst du halt so. Ha, das ist toll. Man lernt nie aus, Leute. Man lernt nie aus. So, und damit können wir hier rüberfahren. So, wir brauchen natürlich noch ein Bild. Sagen, jetzt haben wir einen Hänger hier. Das ist natürlich auch eine interessante Kreuzung hier. Lass mal die Kreuzung hier anschauen. Oh, steht auch nur knapp mit dem Arsch drin. Ne? Aber ich würde fast behaupten, das wird mit den KI-Autos hier schon ganz schön eng. Ich meine, das sieht alles eher einspurig aus hier. Hast du halt immer nur so einen kleinen Kreisverkehr hast, um den rumfahren kannst, aber ich glaube, für die KI-Autos dürfte das schon so fast zu schmal, ne? Das ist ja genauso wie hier, wirkt das schon recht schmal von der Straße her. Die Autos ja schon alle auf dem Gehweg parken, aber ich meine, der Gehweg ist breit genug, ne? Also passen Autos rauf. So, alles einsteigen bitte. Dankeschön. Und alles zurückbleiben bitte.
stimmt hier. Lesen wir es sogar hier. Und steht sogar MMS. Ja. Hier hängt eine Oberleitung runter. Auf jeden Fall, hier sind die Straßen richtig schön breit. So müssen sie aussehen. Bin sowieso mal gespannt, wie die KI später mal reagiert. Wie Lotus später mal reagieren wird, wenn wir zum Beispiel halt, ich sag mal, eine zweispurige Straße haben, wo auch Straßenbahn und Auto sich den Weg teilen. Ja, ob die KI dann wirklich da helle ist und wirklich hinter der Straßenbahn bleibt. Ja, überholt sie auch mal. Oder ja, all solche Sachen, die irgendwann mal mit der KI irgendwann mal kommen. Obwohl, das hier ist schon echt hübsch, aber hier, das ist natürlich hier, naja. Aber da kann der Erbauer nichts für, ne? Das ist halt irgendwie dieses Terrain, was man halt nicht wirklich richtig anpassen kann. Das ist schon schade. Betriebshof, ne? Für die Kurven leider ein bisschen zu scharf hier. Du kannst hier nicht wirklich mit Fullspeed langfahren, das klappt nicht. Also die Haltebuchten, ja, die Haltestellen, die sind schon knapp bemessen. Aber hat auf jeden Fall gut gemacht. Wir haben hier einen Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Also, ja, also wir würden jetzt praktisch hier nichts schleifen oder sonstiges. Also das ist, da hat er auf jeden Fall schon drauf geachtet. Ich finde leider noch Ampeln und sonstiges, ne? Das ist schon ein bisschen. Mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass die Verkehrsgesellschaft, die hier fährt, sowas toleriert hätte. Das ist auch immer das Blind, ne? Das kennen die gar nicht. Auf jeden Fall gut aus. Relativ große Karte, ne? Ist das ein Häuserspline? Da kommt mir
wirkt leider nicht bekannt vor. Kommt mir leider nicht bekannt vor, dieses Objekt. Das ist auf jeden Fall eine relativ große Straße. Ich glaube, das ist kein Häusersplein. Das sind irgendwie zwei Häuser ineinander gemischt. Hier sehen wir zum Beispiel den Cut oder sogar mehrere Häuser. Nee, das müssten fast nur zwei Häuser sein. Sieht aber so, also vom Modell her sehen die richtig gut aus. Ja, könnt ihr mal sehen, so lange war ich schon nicht mehr im Editor drin gewesen. Schande über mein Haupt. Aber aktuell muss ich sagen, fehlt mir da gerade noch ein bisschen so jegliche Lust. Weil ich ja gerne meine eigene Karte, meine neue Karte mit eigenen Objekten ausstatten möchte, brauche ich dementsprechend auch erstmal Objekte dafür. Schon wieder lang. Sind wir? Ah, okay. Also, das ist natürlich eine coole Windeschleife hier eigentlich. Hat sie hier praktisch wieder zurückfahren, ne? Da es keine Ampelsignale gibt. Aber da kommen auch nochmal Signale und eine Haltestelle. Da können wir mal beobachten, ob das eventuell funktioniert. Wir werden schon wieder gucken, wo wir überhaupt langfahren müssen. Ich würde auch schon fast sagen, so für Prüfzwecke oder sowas wäre es eigentlich schon cool, wenn man, das sieht jetzt einfach so abgeschnitten aus. Aber hier geht ja gerade nichts weiter. Nee, dann würde ich schon fast behaupten, dass wir nach links müssen. Nach links sagte ich, nicht nach rechts. So, schauen wir mal. Signale funktionieren auch nicht. Schön geschnitten hier, des Blinds. Aber man muss schon sagen, er hat hier wirklich die ganze Haltestellen selbst gebaut, ne? Also nicht diese vorgefertigten, die man ja jetzt ja im Workshop bekommt, sondern hat sich hier wirklich selbst rangesetzt und hat hier dementsprechend das alles selbst gebaut. Wie gesagt, es sieht natürlich nicht schön aus, ne? Wenn man sich das Ganze hier mal so ein bisschen anschaut. Ja, also es sieht ja aus, als ob es war alles abgesackt ist hier auf jeden Fall, ja. Aber na gut, wie gesagt, da
Kann man nicht wirklich aktuell viel dran ändern. Bestimmt irgendwas in die Mitte. Was man denn hier so ringsrum fährt. Das wird er wahrscheinlich nicht nur aus Spaß so gebaut haben. Geht man stark davon aus. Und die Türen offen. Ja, auf jeden Fall sind wir schon relativ lange unterwegs hier in Finkenburg. Und wenn ich mich so recht erinnere, ich glaube, so lang war die Karte nicht. Ich weiß nicht. Das Problem ist, ich krieg's ja nicht mehr hin zu wissen, ob ich das schon für ÖPNV-Simulation aufgenommen habe oder ob es noch damals für Microhäuser TV war. Ich meine, wenn man mal das Ganze zusammenrechnet von Microhäuser TV und von ÖPNV, ja, sind wir mittlerweile schon über 100 Videos, über 100 Lotus-Videos. Ja, dass man so eventuell das ein oder andere vergisst, das kann schon passieren. Also, man muss wirklich sagen, hier ist wirklich einiges passiert. Also, das schaut schon alles echt gut aus, ja? Wenn ich mal da mal sowas sagen darf. Sieht aus wie so eine Uni hier, die wir hier haben zum Beispiel. Ja, wir werden die Linie jetzt wohl heute nicht zu Ende fahren. Ja, die Linie doch schon sehr lang ist. Aber was mir auffällt, und das muss ich mal hier mal so reinschmeißen auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt mal diese Folge jetzt nehmt und sie jetzt einfach mal 15 Minuten zurückspult, schaut euch mal, wie er damals, also wie er da gebaut hat. Und jetzt spult wieder zu diesem Punkt wieder und schaut mal, wie er jetzt gebaut hat. Und das ist sowas, was ich meine, was ich sehr mag. Du siehst halt irgendwann einen absoluten Fortschritt. Ja? Die Leute entwickeln sich, währenddessen sie bauen, entwickeln sie sich weiter. Ja? Sie achten auf deutlich mehr Details und sie versuchen dementsprechend halt so bestimmte Sachen halt umzusetzen halt, ja, um das halt anders zu machen. Jetzt wollen sie es aber natürlich nicht im ersten Part mehr umsetzen, weil das ist eigentlich soweit schon fertig, sondern sie machen es halt, sie bauen es halt schlicht und heimlich dann so in diesen neuen Part mit ein, ne? Aber du merkst das halt einfach, ne? Ich finde jetzt, die Linie ist jetzt so sehr, sehr lang. Also, holy shit, die ist wirklich sehr lang. Hier kommen wir jetzt zu der Wendeschleife. Nee, doch keine Wendeschleife. Hier fahren wir hier rein. Hier ist Ende. Hier sieht es auch nach Ende aus, oder? Irgendwann lädt er hier nichts mehr. Ah, doch, warte mal. Aha. So, dann geht es hier weiter.
Eieiei, das ist aber riesig geworden. Ja? Merkt ihr den Unterschied? Also ich finde schon, also ist Stück für Stück wurde das ganze Ding erweitert. Also Finkenburg ist super. Also wenn ihr mal eine richtig schöne lange Strecke fahren wollt, ist Finkenburg wahrscheinlich genau die eure. So, aber ich glaube, hier ist es hier zu Ende. Also holy shit, ohne Wenn und Aber, du bist hier locker 40 Minuten unterwegs. Hier zum Beispiel auch diese ganzen Parkbuchten. Also doch, man merkt halt einen Riesenunterschied von dem Punkt, wo wir losgefahren sind. Und wenn ich mir jetzt das hier so anschaue, das ist ein ganz anderes Kaliber. Das sieht auf einmal ganz anders aus, als ob das von einem ganz anderen Menschen entwickelt wurde. Ja, also gebaut wurde, nicht entwickelt, gebaut wurde. Ja, aber es ist halt der gleiche. Und man merkt halt so diese Fortschritte auf dieser Karte. Und das finde ich einfach großartig, ja. Ihr könnt ja gerne mal so eure Meinung mal in die Kommentare posten. Was sagt ihr denn zu Finkenburg? Ihr selbst, seid ihr sich schon abgefahren oder wusstet ihr davon gar nichts und habt jetzt mal gesagt, oh, jetzt habe ich es gesehen, jetzt will ich es selbst mal. Denn schreibt das in die Kommentare, würde ich mich sehr drüber freuen. Aber es würde jetzt einfach die Folgenlänge jetzt einfach unglaublich sprengen, wenn wir jetzt das Ganze jetzt hier noch abfahren würden. Ne? Also auf jeden Fall haben wir jetzt mal eine richtig schöne große Karte. Das freut mich. Das ist auch mal was ganz anderes. Da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen was draus machen. Mir selbst hat es noch ein bisschen so an, ich sag mal jetzt, wie jetzt, ne, ein bisschen an Details gefehlt, aber bei so einer Größe von Karte kann ich mir natürlich vorstellen, dass die Details dann natürlich erstmal ausbleiben, ja, so Details wie hier zum Beispiel parkende Autos oder sowas hier, Deko-Objekte hier, ne, überwiegend sehen wir halt Oberleitung, Baum, Gehweg, Straße, Haus. Das ist so das, was man jetzt so im Allgemeinen halt hier auf jeden Fall sieht. Ist natürlich auch das Allgemeine, was man auf der Straße sieht, natürlich draußen im wahren Leben. Aber naja, es sind halt immer so ein paar Absperrungen hier und Absperrungen da. Sowas wären halt schon ziemlich cool. Ein Stromkasten hier und eine Telefonzelle dort. Und ja, halt einfach so, dass man da irgendwie so ein bisschen, ach, das ist ja putzig und hier und toll. Und ihr wisst ja, was ich meine. Die Karte ist sehr groß, ist sehr geil auf jeden Fall, muss ich sagen. Finkenburg, ja, könnte man auf jeden Fall mal mit in die, ja, sollte man mal auf jeden Fall beobachten, was aus dieser Karte entsteht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da so viel Content drin steckt, muss ich gestehen. Und bin jetzt ein bisschen perplex tatsächlich. Aber naja, lassen wir uns mal überraschen. Ich werde euch natürlich dementsprechend auf dem Laufenden halten hier, was aus Finkenburg so passiert. Und damit verabschiede ich mich auf jeden Fall erstmal wieder. Sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss. Und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.